Hallo Leute, da hat's ja also eine 5 hier mit Let's Play The Legend of Zelda Link to the Past. Wir haben den Schildkrötenfelsen hinter uns gebracht, machen noch eine letzte Plattform mit dem Somaria-Stab und schauen in den Bossraum. Und welche Ausrüstung nehme ich? Vielleicht mal Pfeile? Weil das Spiegelschild ist sowieso standardmäßig ausgerüstet. Wir gucken. Ah, nee. Nein, 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 nein. So. Diese Schildkröte hat einen roten und hat einen blauen Kopf. So. Den roten wollen wir natürlich mit dem... Nein, das war falsch. Das war komplett falsch. Ich will den Eisstab. Gott, bin ich heute wieder fertig. Na, dann machen wir vielleicht doch erstmal hier den blauen. So, man muss die Dinge immer mit dem gegensätzlichen angreifen. Und dann sind die verletzbar. Immer für kurze Zeit. So, das war's schon mit dem einen Köpfchen. Jetzt brauchen wir unseren Eisstab. Aua. Nein. Ach, Atze. Zielen! Ja, leck mich! Schildkröte, du dein Köpfchen weg. Mach das nicht. Tu das not. So. Aua. Na komm. Nein, nicht Feuer machen. Böse bist du, ganz böse Schildkröte. Ganz böse. Alter! Ja. Ach ja. Warum liebe ich es so sehr? Man trifft da irgendwie relativ schlecht, muss ich leider feststellen. So, nochmal, komm. Eisstab. So, das Ding ist auch down. So, und jetzt meint die Schildkröte, sie ist lustig. Und der Kampf wäre vielleicht schon vorbei, denkt man, ist es aber nicht. So, die Schildkröte meint, sie ist jetzt besonders lustig. Man muss jetzt einfach diesen Knubbel hier angreifen, der da so lustig leuchtet. Einfach so. Mit dem Schwert. Und dann ist das Ding down. War ja gar nicht zu schwören. Wir haben keine einzige Fee gebraucht. Supi! Aber das Zauberelixier. Wenn ich ein bisschen besser mit Feuer und Eisstab umgehen könnte und am Anfang nicht den Brünnerstab oder wie das Ding heißt verwendet hätte, dann hätten wir genug Magie gehabt. Aber ist jetzt auch egal. So, letzter Kristall und dann machen wir uns jetzt noch auf den Weg, ja, ein paar Herzteile zu suchen. Und das Pfeil-Upgrade. Und dann haben wir's. Dann kommt schon der Endkampf gegen Ganon. Ich bin dir so dankbar, dass du den langen Weg gekommen bist, mich zu befreien. Du bist der Held der Legende, auf den wir gewartet haben. Das wusste ich gleich. Ganon befindet sich in seinem Turm auf dem Berg, geschützt durch einen magischen Riegel. Er ist bereit, schon bald durch das Tor zu schreiten, das die Welten verbindet. Hat Ganon Hyrule erst einmal betreten, kann ihn wohl niemand mehr aufhalten. Du hast aber eine Chance, ihn aufzuspielen, solange er in der Schattenwelt ist. Nimm die Kristalle und mache dich auf zu Ganons Turm. Vertraue uns. Wir sieben werden unsere Kraft vereinen und dir Zutritt zum Turm verschaffen. Gemeinsam mit dir werden wir diesem Land den Frieden wiederbringen. Nur Mut. Hast du alles verstanden? Natürlich. Dann möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Und zwar das Ganze zum 7. Mal. Jetzt gehört. Yay. So, Schildkrötenfelsen completely. So, jetzt haben wir soweit alles. Es fehlt jetzt, wie gesagt, nur noch das Pfeile-Upgrade, das wir jetzt dann gleich noch mit erledigen werden. Und dann... Nicht Eisstab, sondern... Nein, Zauberspiel. Und dann fehlen uns nur noch 4 Herzteile, die auch noch irgendwo rumliegen müssten. Allerdings weiß ich noch nicht so genau wo. Da werde ich vielleicht im Offplay einfach mal ein bisschen suchen, weil das jetzt nachzuschauen, das muss ja nicht sein. Kann man sich ja im Offplay auch einfach mal so mit angucken. So, und jetzt war das Ganze hier mal bei der Nummer 8, würde ich sagen. Denn für dieses Pfeile-Upgrade wollen wir natürlich nochmal da ins Wasser hüpfen. Ja, stimmt schon, war schon hier. Haut alles hin. So, da wollen wir nochmal hier hin. Da
ist ja der Eispalast, wenn man sich mit dem Teleporter in die Schattenwelt bringt. Und hier ist dann die Quelle, der Brunnen der Freude. Dann werfe ich mal wieder 50 Rubine. Da wir jetzt wieder genügend Rubine haben, die sind uns ja das letzte Mal schon ausgegangen, kann ich auch wieder genügend werfen. So. Ach, Fee. Ja, und dann möchte ich mehr Pfeile. Yay. Na komm. Komm, Fee, gib's mir. So. 50 Rubine. Nochmal. Jawohl. Dann habe ich mal wieder eine glückliche Zukunft. Das ist ein bisschen nervig. Das hätten sie auch anders lösen können, bin ich der festen Überzeugung. Weil das nervt einfach nur ständig, da was reinzuschmeißen und wieder warten und bla und blub und ah. So, mehr Pfeile. Jo. So, und dann das Ganze noch zweimal. So, 50. Und dann bin ich noch fröhlicher geworden. Na komm. Da sind wir noch froh, dass ich nicht nur immer 10 werfen muss wie am Anfang. Das war ja furchtbar. So. Ja. Ja gut. Das wissen wir bereits, dass die Bomben eigentlich nicht mehr abgegradet werden können. Nur habe ich mal wieder falsch angeklickt. Ich Vollpfosten. Von Zoras. Ja gut, aber das ist ja der Brunnen der. Das ist nicht der. Das ist ja der Brunnen der Wünsche. Das ist ja hier der Brunnen der Freude. Das andere ist der Brunnen der Wünsche, wo man seine Gegenstände upgraden kann. Allein. Ah, 70 Pfeile maximal. Dankeschön. So, waren hier eigentlich noch kleine Feen? Ach, Kudala, zu gütig. So. Jawohl. Jawohl. Was, die ist schon voll? Na dann. Okay. Dann lassen wir sie frei, die arme Fee. Gut, 70 Pfeile, 50 Bomben. Das Maximum soweit. So, jetzt ist wirklich die Frage, wo die 4 Herzteile noch sind. 4 Stück fehlen uns da dann irgendwie noch. Wo sich die verstecken, die bösen, bösen Herzteile. Man weiß es nicht so genau. Ich auch nicht. Aber ich finde es heraus, denke ich. Mit der Hilfe von meinem Vögelchen. Gut. Wahrscheinlich sind das dann noch Geschichten in der Schattenwelt oder wie auch immer. Irgendwas muss ich noch übersehen haben, beziehungsweise irgendwo habe ich noch Orte übersehen. Ich schaue mir das auf jeden Fall noch mit an. Wir gehen erstmal zu Links Haus soweit. Und machen für heute Schluss. Ich schaue mir die Geschichte an. Und dann haben wir nämlich auch soweit alles. Dann machen wir uns, wenn wir die Herzteile dann haben, auf zu Ganons Turm und schauen uns den letzten Dungeon an. Und dann ist A Link to the Past durch. Aber für heute machen wir es am Schluss. Ich bin der AC105. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past. Bis dann und ciao, ciao.